Als ich 16 Jahre alt war, da hat meine Mutter sehr unter Migräne gelitten und sie hat damals schon von einer Heilmethode erzählt, nämlich der Akupunktur. Und mich hat es damals schon sehr fasziniert, der Gedanke, mit Nadeln Krankheiten behandeln zu können. Einerseits konnte ich es mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Andererseits war ich sehr interessiert und während meiner Ausbildung als Zivildienstleister habe ich eine Rettungssanitäterausbildung gemacht, habe mich in der Zeit eigentlich immer erstens für Medizin interessiert, aber zweitens auch immer schon für eine ganzheitliche Medizin, also für Naturheilverfahren, für chinesische Medizin. Und ich war dann 1992 in China, in Chengdu, eine 7 Millionen Einwohnerstadt. Da gibt es eine sehr gute Universität und war ein paar Monate dort gewesen und habe gesehen, wie faszinierend wirklich diese Medizin ist. Also die Wirkung von Akupunktur kann man auf zwei Ebenen erklären, dass man sagen kann, es werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, die berühmten Glückshormone, also die Endorphine, die auch beim Sport, bei Freude ausgeschüttet werden. Und diese Endorphine führen dazu, dass die Schmerzweiterleitung letztendlich gehemmt wird. Die Chinesen sagen, dass man einfach gestaute Energie wieder in Fluss bringt. Die größten Erfolge hat man bei der Akupunktur sicherlich ganz klar in der Schmerztherapie, aber eben auch bei chronischen Erkrankungen wie Allergien, bei Schlafstörungen. In der Regel verwendet man Stahlnadeln, meistens eben auch Einmalnadeln. Ja, und ansonsten hat die Akupunktur ja im Prinzip gar keine Nebenwirkung. Das ist ja auch das Schöne, ne? Das Verhältnis von Wirkung und Nebenwirkung ist eigentlich bei der Akupunktur optimal.